Und Sie sind wer? Wir sind von der Polizei und dann genau. Ausweis bitte. Ja, kriege ich einen Dienst. Bitte schön. Dienstkarte. Bitte schön. Gut, cool, wunderbar. Geben Sie mal kurz raus, bitte, damit ich das beantragen kann. Dankeschön. So, jetzt sind wir so offen bei der Polizei, Stoffen oder so. Nichts, dass ich wüsste, wie fragt Sie sind. Ja, kann man selbst sagen. Ich habe Sie gefragt. Ja. Ich würde mir jetzt wegen einem T-Shirt schauen, polizeilich auf die Seitennummer. Aber ich stehe da dabei, sehen Sie ja. Ich stehe da dabei. Wie heißt es schön? Durchs Reiten kommen die Leute zusammen, ne? Ja, na sicher. Überhaupt kein Problem. Weißt du, auf jeden Fall soll das Ganze aufzeichnen, dass wir nicht wünschen, dass das veröffentlicht wird. Das ist ein öffentliches Medium und Sie sehen gerade, dass Sie einen Presseausweis in der Hand halten. Also werden Sie damit. Sie werden ein ziemliches Problem mit haben, weil Sie halten gerade einen Presseausweis in der Hand. Das legitimiert mir heute sehr wohl alles, was hier öffentlich stattfindet, so darzustellen, wie es stattfindet. Gell? Und der Rest, da würden wir uns dann vor Gericht wieder sehen. Gell? Was da veröffentlicht wird, sagt Ihnen die Presse, gell? Ich sag's Ihnen was anderes. Das Urheberrecht, das kennen Sie wahrscheinlich. Oder Sie das noch nicht mitgebracht haben? Sie wissen, glaube ich, ja nicht Bescheid, was Presse darf und was Presse nicht darf. Doch, es gibt gewisse Grenzen. Naja, die Grenzen sagen wir Ihnen auf. Genau, das haben wir sehr froh. Als vierte Säule der Gewalt sagen wir Ihnen das auf, ganz genau. Most wanted, ja, so. Von wem von den beiden Herren darf man denn eine Dienstnummer haben? Ja, fertig sind. Von beiden gerne, aber nicht sie, weil sie sind nicht von uns noch betroffen, gell? Ich hab auch nicht gefragt, ich will sie nicht haben. Offensichtlich bin ich ja ordnungsgemäß gekleidet. Ja. Freut uns. Das ist ein Dienstausweis, habe ich für die Kamera hingekriegt. Ach so, na super. Jetzt müssen wir schon. Haben Sie auch auf die Nummern? Nein, Sie sind glaube ich. Schwapper mal ab, was da los ist. Diese Diensthandlung scheint ein bisschen länger zu dauern. Können Sie mit uns da auf die Seiten mit, bitte? Also was für ein Grund? Eine Identitätsfeststellung wird gemacht. Die wird gerade auf mir. Aber darum machen wir nicht. Die Identitätsfeststellung wird gerade in dem Moment festgehalten. Ja. Da war einer schneller als ich. Nein. Der hat euch gerade meinen Presseausweis in der Hand. Der hat Presseausweis. Der macht eine Identitätsfeststellung. Genau. Wir machen es da drüben. Also was denn? Wenn er eine Identitätsfeststellung macht, dann kann er schlecht seine Daten Ihnen geben, weil die hat ja gerade ihr Kollege in Zimmer. Identitätsfeststellung macht ja der Kollege. Genau, und die bleibt da jetzt stehen, solange da geamtshandelt wird. Und die machen währenddessen auch noch meine Pressearbeit. Oder wollen Sie jetzt die Pressearbeit verhindern? Weil es wäre ein geiler Scheiß vor der Kamera, ist nicht schlecht. Gut, Herr Rieder, diskutieren wir nicht immer dumm. Wir gehen da auf die Seite, da drüben machen wir eine Identitätsklärung mit Ihnen und dann sind Sie wieder ein kleiner Mann. Identitätsklärung haben Sie ja gleich einmal, oder? Das haben wir nicht, weil drüben ist der Computer. Also Sie halten meine Pressearbeit gerade auf, sonst gar nicht. Schauen Sie, gehen Sie einfach mit Computer und machen Sie einfach deine Papiere eventuell wieder. Ne? Das kann ja jetzt so schwierig sein, oder? Naja. Ja, alle gehen mit. Solange Sie das Computer, das Hirnkastel brauchen, dann gehen wir jetzt zum Computer. Also, wir halten fest, wir müssen zum Computer gehen. Dann funktioniert das alles bei der Polizei mal ein bisschen schneller. So, und da warten wir jetzt auf der Ecke. Da stellen Sie sich hin zur Frühstückstafel und dann wird es in Kürze erledigt sein. Bitte sehr. Ich
Die Daten werden überflutet, da kommt der Kontingent her, checkt das durch den Polizeicomputer und wenn alles negativ ist, dann sind wir wieder alle glücklich und jeder geht seines Weges. Okay? Alles klar. Alles klar? Ja. Aufgenommen? Perfekt, Dankeschön. Ja, dann kann man es eh übergeben. Gibt es denn die Ausweisung von der? Ja, ich tue es noch ins Tor. Scheidet mich. Ordnungskorrekte Jacke anzogen, wenn es kalt wird. Deswegen habe ich immer gedacht, bevor ich in der Hitze verglühe oder im Schatten ein bisschen zu frieren anfange, das kommt davon, wenn man immer diese Beware Fashion so rumtragt, gell? Bei mir gibt es keine Beanstandungen. Das zeigt einmal mehr, es liegt an sprachlichen Problemen. Du hast den Auftrag von der Generaldirektion schon gerade gekriegt. Ah, das glaube ich nicht. Wobei die inzwischen offen haben müssen. Es ist inzwischen 10 Uhr. Ja, wir sind jetzt die ausgenommenen Ladentätigkeit. Aha. Mal schauen, Roman, Sie haben zumindest noch genügend Beamte zusammengebracht, die nur einen Führerschein haben, weil die brauchen Sie ja jetzt bei der Ausbildung nicht mehr. Fitness-Eignungstest ist ja auch nicht mehr so passabel. Ja, das liegt daran, dass die Schwurbler ja brav stehen bleiben und nicht davor rennen. Ah, der Computer ist da. Schau, Roman, so, falls Sie jetzt fertig sind, kriege ich noch Ihren Kartal, ja, gell? Und. So, bitte, was brauchen Sie? In einer Kartal kriege ich es bitte noch vorher. Ja. Füllen Sie die Nummer an, geht das? Sie haben keine Visitenkarten? Haben Nein, Sie jetzt erst mehr Visitenkarten gebe ich Ihnen nicht, weil meine Nummern kriegen Sie nicht, Sie können meine Dienstnummer, das wäre ein Achlig. Es läuft hier vor der Kamera. Haben Sie es? Jawohl. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Also, ich sehe schon, okay. So, Roman, darfst du mal den aber wie gesagt, sein Dienstausweis habe ich auch für die Kamera gehalten gekriegt, also. Alles gut, hast du deine Dokumente schon wieder gekriegt? Nein, der Computer dauert doch noch länger als wir. Ja, das passiert. Solange der Kreis Van der Bellen daherwogelt, wird sie sicher noch Zeitfenster übrigen. Naja. Aber das unglaublich Schöne ist, was glaubst, wie berühmt jetzt dieses T-Shirt im Netz wird? Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliegen vorbei wie nächtlicher Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen mit Pulver und Blei. Die Gedanken sind frei mit Pulver und Blei. Die Gedanken sind frei. Die Gedanken sind frei, so heißt es schon lange, trotz Knechtschaft und Tyrannei. Wir waren nicht bange,
und konnten im Herzen stets lachen und scherzen. Die dachten dabei, die Gedanken sind frei. Und dachten dabei, die Gedanken sind frei. Die Gedanken sind frei. Doch jetzt hab ich Bedenken, es gibt da so mancherlei, damit kann man sie lenken. Es gibt da so Maschen, da kann man sie waschen. Und schon eins, zwei, drei, sind sie nicht mehr ganz so frei. Und schon eins, zwei, drei, sind sie nicht mehr ganz so frei. Jetzt weißt vielleicht, warum die Aufklärungsrate quasi manchmal ein bisschen länger dauert. Die arbeiten vielleicht auch mit demselben PC-System wie ich. Mit Anfängern noch weniger sogar. Nein, nein, ich habe jetzt nicht gemeint mit Fingerzahl, sondern ich bin ja, ja geht's ja noch. Ich bin ja da noch so Vista oder wie das Ding geheißen hat, ne? Scheinen die auch zu haben. Zeigt einmal mehr, dass man halt Steuergeld quasi immer an der falschen Steuer ausgibt. Ja. Über die Zeit kann man nicht mehr updaten. Ja, aber nicht jenen, die das Kunde anstecken. Naja, das ist ja langweilig da. Ich finde das gar nicht langweilig, ich finde das unglaublich unterhaltsam, wie man sich redlich bemüht, die letzten 10, die vielleicht irgendwo pfeifen konnten, während des Einmarsches des zu 30% durch Wahl bestätigten ersten Manns im Staat in irgendeiner Form abzuholen. Das ist doch eine gute, willkommene Ausrede. Die Gedanken sind frei, so frei wie die Presse. Und denkst du, dass es anders sei, dann gibt's auf die Fresse. Sie wollen dich lenken, dein Wissen und Denken. Und vielleicht schon im nächsten Mai kommt die Gedankenpolizei. Und vielleicht schon im nächsten Mai kommt die Gedankenpolizei. Denn ob CIA oder NSA, sie liegen auf der Lauer. If you don't go the right way, ja, da werden sie sauer. Sie bringen sie zum Schwanken, deine eigenen Gedanken. Und du glaubst so nebenbei, die Gedanken wären frei. Und du glaubst so nebenbei, die Gedanken wären frei. Weißt, warum die alle darüber klagen, dass wir Fachkräftemangel haben, wenn man die für die Feststellung einer Identität so lange braucht? Naja, da wird es also absichtlich Zeit lassen. Das könnte man, wie gesagt, vermuten, damit der Präsident da quasi... Ich will mich einschläfern, weißt, bis ich dann da liege erst und schlummert und... Ja, wobei die Problematik ist, wenn du dich da hinlegst und schlummerst, kommt eventuell der Mara oder irgendein anderer und sagt, da liegt einer und dann hast du gleich wieder die Cops an der Backe. Wie läuft das ja? Die Gedanken sind frei, solang sie nicht stören, doch auf Verderb und Gedeih. Weißt du, wem sie gehören? Monsanto und Banken und den Öllieferanten, den Algorithmen von Google. Besser gib dir die Kugel, dann ist alles vorbei. Die Gedanken waren frei, dann ist alles vorbei. Die Gedanken waren frei. Schau, das ist das unglaublich Schöne. Österreich hat quasi zwar allerhand korrupte und allerhand sonderbare Mitmenschen, besonders in den Reihen der Politik in den letzten Jahren, wie wir festgestellt haben, aber Österreich selber hat keine Mafia. Das haben Italiener hingebracht, das haben Russen hingebracht, das haben in Asien Triaden und so hingebracht. Der Österreicher ist viel zu unorganisiert, als dass er eine Mafia aufstellen könnte. Der Österreicher hat ein paar Steuersünder, ein paar Falschparker, ein paar importierte
Machetenkünstler. Ein paar Terrorverschulder. Was denn, wir haben eine rechte Szene, die Waffen sammelt, wir haben eine linke Szene, die Kinderpornos sammelt. Aber die haben durch deine Daten werden akribisch aufgenommen. Da ist der Staat gleich viel sicherer. Ja. Schau, jetzt macht er gleich einen Laptop zu, dann darf er fertig sein. Die erste Runde solitär wurde verloren. Ja, also für den Fall, dass ich jemals glaubt habe, ich bin nicht schnell am PC, revidiere ich meine Meinung. Angesprochen haben, wissen Sie ja, wer ich bin. Aber natürlich habe ich einen Ausweis dieser ruhmreichen Republik. Dann können Sie auch nachlesen, dass das ER bei meinem Namen zu viel war. Stimmt, Entschuldigung. Kein Problem. Ja, ja. Letzteres glaube ich Ihnen zwar, dass ich ihn zurückbekomme, aber nachdem das da schon eine Weile dauert, glaube ich an das gleich nicht. Sie klinken zu. Ich lege gar nicht so viel Wert darauf. Wir sind da im Umfeld dieses Platzes zu finden. Residenzplatz werden wir noch ein bisschen mit, vielleicht noch bis zum Festspielhaus. Aber nachdem wir gerade so nett geplaudert haben. Für was wollen Sie jetzt einen Ausweis haben? Wir haben was angeordnet, die Identitätsfeststellung. Ich glaube, Sie haben ja schon Kollegen, der das angeordnet hat. Ja, da betrifft es quasi die ganzen Herrschaften, die man anscheinend aufgrund ihrer Kleidung als störend empfunden hat. Deswegen frage ich, was Sie jetzt konkret von mir wollen. Nein, ich weiß nicht, ich habe meine Daten liegen gleich auf jedem Wachzimmer. Palacio dienstlich, alles gut. Ich habe mir nur gedacht, ich frage mal nach. Ich habe interpretiert, dass es zu angeordnet ist. Ja, auf alle Fälle. Ich habe Ihnen auch schon mitgeteilt, ich bin in der Presse hier im Dienst. Ja, und ich werde da frei bewegen, wie. Ich bin da nicht jetzt wegen Ihnen da auf dem Platz wie befohlen, weil das kennen Sie mir nicht gesehen. Ja, nur dass das festliegt, damit Sie sich nicht auch noch mit der Aussage des anderen Polizisten, der mir das eigentlich hat, auch die Finger verbrennen wollen. Gell? Mein Ausweis müssen Sie mir halt dann irgendwann im Laufe des Tages nachbringen. Gell? Ja. Juhu, juhu!
So, hier drinnen werden schon was sein, eigentlich da Plätzchen, oder? Mit dem Kaffee da drinnen. Ja.